Nein, kann man nicht machen. Obwohl, naja, doch nicht. Oder, nee, doch nicht. Jojo, ihr Zocker, willkommen zurück. Wir haben hier diese Mission gerade zum zweiten Mal gestartet, beziehungsweise gemacht. Bis zu diesem Punkt mit der Flucht, an dem wir ja eben im letzten Part kläglich gescheitert sind. Aber, das, warte auf Packy. So. Jetzt haben wir hier das Problem, dass wir wieder abhauen müssen. Ich weiß nicht, welche Richtung ist das Problem. Ich weiß nicht, ob es einen idealen Weg gibt. Ich muss das Fahndungslevel ja loswerden. Ich versuche natürlich ein bisschen auf die Autos zu schießen hier. Meistens bleiben die ja stehen. Und kommen die dann, die Cops, nicht mehr hinter uns durch. So, ich habe jetzt mal eine Granate gelegt. So. Ich lege mal ein paar Granaten einfach hinter uns. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Und bei der letzten Mission sind ja, ist ja einfach so eine Felge geplatzt. Und dadurch haben wir sehr schnell sehr viel Schaden erlitten. Und ich versuche jetzt mal hier lang zu fahren. Bisschen fernab von den Straßen. Muss ja sein, ne? Wobei weiß ich nicht, ob das jetzt hier was bringt. So fernab ist das gar nicht. Und die Fahrzeuge natürlich rasten sofort aus, sobald sie eine Mülltonne berühren oder so. Aber das sieht gut aus. Wir gehen hier so langsam aus dem Radius raus. So, jetzt geradeaus. Jetzt geradeaus. Und da hinten kommt der nächste Bullenwagen. Also fahren wir hier lang. So. Hubschrauber höre ich auch nicht mehr. Wir fahren jetzt links. Okay, man. Ja! Ja, das ist wohl in der Tat wahr. Entsorge den Truck an einem ruhigen Ort. So. Wie weit? Ja, natürlich ist das weit weg. Ich hoffe, dass jetzt nicht jeder Bulle hier, sobald er unser Auto sieht, Alarm schlägt oder so. Weil dann haben wir echt ein Riesenproblem. Da hinten. Ne, das ist ein Taxi. Versuchen wir vorsichtig zu fahren. Ich weiß nicht, ob wir fahren sollten. Ich weiß auch nicht, ob wir die Sirene anmachen sollten. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen vorsichtig. So, und dann fahren wir natürlich erst, wenn wir grün haben. Also die Cops haben schon mal nicht reagiert. Sehr schön. Scheint ja doch zu klappen. Dann können wir das natürlich so in Ruhe weiterfahren. Können wir auch wieder die roten Ampeln nehmen. Können wir auch ein bisschen Sirene anmachen. Auch wenn damit wieder auffallen, aber ich hoffe ja, dass das auch den Bullen egal ist. So, und ohne geplatzten Reifen geht das auch hier wunderbar. Mit dem Loswerden der Cops und so ein Kram, ne? Nicht so wie im letzten Teil. Den müsst ihr euch ansehen, wenn nicht gesehen. Das war richtig scheiße. Ach, da sind wir ja schon. Sehr schön. Sirene aus. So, wo muss er hin? Da. Können wir durchfahren? Klar, können wir hier durchfahren. Hoppla. Ruhiger Ort. Okay, there's a car. You're not free yet, asshole. Get in that car. All right, Nico. Now that we lost him, we gotta go out to the cliffs in Leftwood. Zu den Klippen. Okay, was soll man wieder tun müssen? Und wir haben ja auch den Transporter einfach so aufbekommen. Der ist überhaupt nicht hoch gesichert. Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right. Somewhere the cops will never find me. Nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit, I don't even know who sent you guys.
Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside world still remember me. People remember you, all right. You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. Ich bin mir nicht sicher, aber die Stimme, die englische Synchronstimme von dem Typen hört sich so an wie ein wenig wie die englische Stimme aus Futurama vom Farnsworth, meine ich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Futurama in Englisch geguckt hat, aber vielleicht kann das ja jemand, vielleicht empfindet das hier jemand auch so. Einfach in die Kommentare mal schreiben. Ich meine, das wäre der Farnsworth. Das war doch der Professor, ne? Oder? Professor Farnsworth, so hieß der doch. Oder vertue ich mich jetzt da gerade? Hä? Wo geht's lang hier? Hier? Okay. Unauffällig hoch 3. Ach, hier geht's runter. Cooler Platz, hier waren wir noch nicht. Oh, ich erinnere mich aber, was hier mal kommt. Oder vielleicht jetzt sogar kommt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, nicht die Klippen runterspringen. Fahren, rutschen. War hier nicht ein Haus in der Nähe irgendwo? Oder vertue ich mich jetzt da? Out you come, old boy. The cliffs. The sea air. I really am free. I could cry. You've made me a happy man, boys. Now it's time to tell me who asked you to do this. Derek McCreary. He's my brother. Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with. The spineless... So you thought you'd talk about him. He's my brother. And guys like you are killing him. Nico? Get rid of dear old Aiden. So. Der macht nix. Why in God's name, why? Knatscht der denn rum? Packy haut ab? Na super. Ja, mein Freund, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und schlaf schön und nein, kann man nicht machen. Wohl, naja, doch nicht. Oder, nee, doch nicht. Derek fucking set me up in the first place. Halt die Fresse jetzt! Aua, tat bestimmt weh. Wenn man noch leben würde. Haha. Jetzt ist der Pack hier einfach abgehauen. Wir haben kein Auto, ey. Was ist das denn jetzt? Da geht's nicht wirklich hoch. Nee, das ist auch ein anderer Abschnitt gewesen, den ich meinte, wo ein Haus ist, glaube ich. Aiden is dead. That's the end of a chapter. I can close the book on a whole lot of my past now, Nico. Thanks. Maybe a clean break is in order. A fresh beginning. Good luck to you. Sehr schön. So, die haben nichts gemerkt da unten. Die sollen auch nichts merken. Und, wir müssen jetzt erstmal zurück zur Straße, um dann eine nächste Mission anzufangen. Die Straße ist ja da oben. So. Wo können wir denn jetzt hin? Hier. Packy? Ne, Phil Bell war das. Wer war nochmal? Phil Bell. Und der Bernie, nee, den haben wir jetzt vor 2-3 Parts ja so oft gemacht. Wir versuchen mal hier zum Phil Bell zu kommen. Der ist auch noch auf der gleichen Insel. Das sollten wir dann... Das sollte schneller gehen, denke ich mal. Ja, ich weiß, wir haben noch eine SMS. Die gucken wir uns jetzt mal an. Nachrichten. Bernie, Nico. Hier. Nico, ich bekomme eine Panikattacke. Ach nee, Moment, das ist ja Bernie. Nico, ich bekomme eine Panikattacke. Triff mich ab Pier 45. Love, Bernie. XXX. So. Wo ist die Straße? Ich dachte, die wäre direkt hier oben. Da ist die Straße. Memorial Hospital. Westdyke Memorial Hospital. Hallo, ich brauche ein Taxi. Ihr? Nehmt ihr mich mit? Nee. Damit ihr mich mitnehmt... Was?
Hat er gesagt, ich bin ein Dickhead? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Nico, wir müssen uns am Castle Drive treffen, Francis. Ja, wenn du meinst. Haben wir den jetzt eingeloggt bekommen? Tatsächlich. Hm. Ich will aber jetzt erstmal ein Taxi. Wieso ist denn hier kein Taxi? Ich würde ja gerne... Dann nicht. Taxi! Taxi, Taxi, Taxi. Hallo? Ich nehme jetzt das Taxi. Oh. So. Auf geht's. Munition haben wir zum Glück auch noch ein bisschen. Müssen wir noch nicht so schnell. Mallory. Was will die denn jetzt? Hey, Nico. What's up, Mallory? Roman hasn't spoken to you about anything, has he? Nothing about maybe asking me to marry him? I haven't heard anything, but I'm sure it would be a really good thing for both of you. Thanks. And hey, Roman and I decided to be honest with each other last night. He told me about Vlad. He did? Yeah. Thanks for helping him get rid of the body. He has such fire in his heart. I guess when he found out about me and Vlad, he couldn't help himself. His love for me took over and he just had to kill him. That's exactly right. He's an old school romantic. See you soon, Mal. Ja, wir stehen hier vor dem Postop-Gebäude und Leute, wisst ihr was? Ich erinnere mich, glaube ich, ganz schwach an diese Mission. Ich glaube, wir brauchen da ein Fahrzeug. Ich habe, glaube ich, als ich das Spiel vor 2 Jahren oder so mal gespielt habe. Hi. Schon mal den Fehler gemacht, hier ohne Fahrzeug hinzufahren. Deswegen renne ich mal gerade durch die Gegend. Einen Gabelstapler will ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Einen Truck auch nicht. Ist natürlich super, dass wir hier gerade voll im Industriegebiet sind. Deswegen nehme ich doch mal den Gabelstapler. Sind wir noch gar nicht gefahren, ne? So. Lalalala. Gabelstapler fahren. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich würde aber gerne ein Auto haben. Huch. Scheiße. Ey, wir sind jetzt hier, ich glaube, meilenweit von der Straße entfernt. Den kann man auch geil driften hier. Kommt man nicht auch noch hier... Entschuldigung. Kommt man hier nicht auch die Schaufel hoch und runter machen irgendwie? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Da hinten ist eine Straße. Oh, da ist ein Auto. Ich Blindfisch. Hätten wir das hier sofort nehmen können. Komm, nimm mal das Auto. Lalalala. Keiner da. Einfach Auto mitnehmen. Ach Mist, jetzt habe ich nicht schnell gedrückt. So. Huch. Ah, da steht ja auch eine Karre, ey. Ich stehe ja Autos. Hahaha, fail. So, Truck Hustle. Nicht schon wieder Truck. Our friend did what? 37 and 8? No. What about them swings? How's Molly? The kids? You. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure we can talk, as long as you don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry the... guy with the hat? No, the guy with the, you know, the... but a beep and a boop. The guy with the... and the... Yeah, that guy. Yeah. Heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now. Business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours? Sure. Good to meet you. Yeah. Come here.
The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it, no problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just ask it. Get the hell out of here. Every time. This fucker. So. I'll be in touch, Nicky. Auto, what? Begib dich in die Seitenstraße. So, unser Auto ist da hinten. Ist der hier besser als der? Ich weiß es gerade nicht. Welcher war das jetzt hier überhaupt? Ne, ich glaube, ich nehme mal den wieder. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wie weit ist denn das weg? Ach, das ist ein ganz schönes Stückchen. Okay, dann fahren wir da auch mal hin. Und zwar, ja, im nächsten Part. Richtig, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ich sehe dann, dass ihr wollt, dass ich weiter zocke, und kommentiert, lasst Kritik da, abonniert mich, und wir sehen uns dann. Tschüss.